Als ich gerade Rocking in the Free World von Neil Young gehört habe, das war ein Lied, das haben wir auch in der Jura-Band gespielt, aus dem ich rausgeflogen bin wegen meiner öffentlichen Äußerung zu Corona. Es ist schade, dass ihr die dritte Strophe ausgelassen habt. Da heißt es unter anderem, we've got department stores and toilet paper, Klopapier, das Symbol des ersten Lockdown. Aber gut, Spaß beiseite. Wo stehen wir denn? Die Lage ist ja gar nicht so furchtbar witzig gerade. Ich hab jetzt maximal eine Viertelstunde Zeit, deswegen machen wir mal hier Tempo. Ups. So. Genau. Ja. Wo wir in dieser Nation stehen, lässt sich schön ablesen an einer kleinen Anekdote. Vorgestern wurde mir das erzählt. Eine Grundschullehrerin aus Paderborn berichtete mir folgendes Ereignis. Wir hatten ja in NRW, haben wir jetzt wieder Herbstferien, und kurz vorher hat sie noch ein kleines Spiel mit ihren Kindern gemacht. Was, sagt mir mal ein Z, das schwarze und weiße Streifen hat, ja, ein Zebra. Und jetzt nennt mir mal ein G, das vor den Ferien unbedingt noch aufgeräumt werden muss. Sie meinte natürlich die Garderobe. Ein Schüler meldete sich und sagte, das Gehirn, jawohl, das Gehirn wird ausgeräumt. Und die Propaganda der Regierung hat, glaube ich, bei vielen das Gehirn schon ausgeräumt. Und damit meine ich nicht die Grundschulkinder. Und ich sage immer nur, wo es Leugner gibt, gibt es auch Gläubige. Gut, erzählt wurde mir das am Rande einer Veranstaltung mit dem Stand-Up-Comedian Ludger K., der gastierte in Paderborn. Diese Show ist echt sehenswert. Für jeden, der was für seine Bauchmuskulatur tun will, man lacht Tränen. Ich habe das Programm jetzt mehrfach gehört und trotzdem ist es immer wieder toll. Und der hat einen schönen Satz gesagt, es wird eng in der rechten Ecke. Ja, wer wird jetzt nicht alles nach rechts geframed? Und diese Framing-Narrative beruhen auf purer Heuchelei. Ich sag's noch einmal und immer wieder, wer einfache Menschen, die nichts mehr wollen als ihr Leben zurück, mit Neonazis gleichsetzt, banalisiert das Treiben derjenigen, die wirklich mit einer ausländerfeindlichen und rassistischen Agenda unterwegs sind. Verharmlost damit das Nazi-Unrecht. Da müssen wir die Faschisten suchen, nicht bei uns. Und dieses ganze Gesülze wie, ja, warum glaubt ihr denn, dass Rechtsextreme für euer Gedankengut so ansprechbar sind? Und da sind ja bei euren Veranstaltungen auch immer Nazis mit dabei. Leute, wenn ihr Rechtsextremen die Macht gebt über Legitimität und Nillegitimität von Gedankengut oder von Protestveranstaltungen zu entscheiden, dann müsst ihr euer eigenes Verhältnis zum Rechtsextremismus klären, liebe regierungsfreundlichen Journalisten. Und wenn ihr damit fertig seid, dann kommt gerne wieder zu uns und fangt an, mit uns zu diskutieren. Ja? Also, dieses Rechtsframing ist Heuchelei und sonst gar nichts. So. Jetzt hat ja nun selbst der Verfassungsschutz erkannt, dass die Menschen, die sich gegen Corona-Maßnahmen engagieren, nicht rechtsextrem sind. Eine Studie der Uni Basel kam wohl schon 2020 zum Ergebnis, wir sind eigentlich eher links- und anti-autoritär. Also musste man eine neue Kategorie einführen, nämlich die verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Und da steht drin, ja, diese Corona-Leugner-Szene und diese Regierungskritiker, die Leute, die behaupten, beim Hochwasser im Ahrtal und im Erftal hätten die Behörden versagt und bei den Impfstoffen hätten sie versagt und beim Klima hätten sie versagt, die machen ja nur den Staat verächtlich und seine Repräsentanten. Das ist, habe ich auch schon mehrfach gesagt, absolutistisches Gedankengut, wenn man den Staat und seine Amtsträgern einsetzt. Das ist das Gedankengut von König Ludwig XIV., der Staat bin ich. Ja. So, ja. Wir sind eine Demokratie und wir stehen auf dem Boden des Grundgesetzes, wir die Basis. Bei manchen im Bundestag vertretenen Parteien habe ich da mittlerweile eine Zweiblocksdemokratie. Aber gut. Die schreiben auch nicht, dass wir rechtsextrem sind. Sie sagen nur,
unsere Gedanken, unsere Botschaften seien anschlussfähig für Rechtsextreme, was immer auch das heißen mag. Also, anschlussfähig. Ja, übrigens, ja, zum Thema Delegitimierung des Staates. Ja. Ich meine, wir, Rainer Füllmich und ich waren ja gestern schon auf der Bühne gestanden in Braunschweig. Und hinterher haben mir die Kollegen erzählt, die Polizei habe das Aufgebot nach unseren Reden, nach unserer beider Reden, deutlich reduziert, dass da präsent war. Jetzt stellt mir die Frage, sind wir aus Sicht der Polizei besonders gefährlich oder besonders gefährdet? Besonders gefährlich sind wir ganz bestimmt nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich, als da so ein Antifa-Störer versuchte, meine Rede zu torpedieren, sehr bei der Polizei dafür bedankt, dass sie eingegriffen hat und zusammen mit dem Veranstalter diesen Menschen dann doch bedeutet hat, dass diese, du laberst doch nur Scheiße und das ist nur Hetze und so, mehr hatte der nicht drauf, dass man dem doch deutlich gemacht hat, dass das hier vielleicht nicht so passend ist. Ja? Nee, ich habe, wir haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Ich selber habe auf den Veranstaltungen, auf denen ich war, gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht. Die Ordnungsämter, die haben manchmal Stress gemacht. Ja? Aber ich rate dringend davon ab, die Polizei zum Feindbild zu stilisieren. Ja? Das ist unpassend. Und ich glaube sogar, wenn wir jetzt sehen, wir haben jetzt demnächst Inflation, Energiekrise, immer dran denken, die Menschen in Uniform, sei es bei der Bundeswehr, sei es bei der Polizei, das sind Menschen, die müssen auch ihre Wohnung beheizen, die müssen auch ihre Familien ernähren und die haben möglicherweise genau dieselben Probleme wie unser eins, wenn es darum geht, dass die Gasrechnung hier demnächst explodiert und unsere liebe Regierung nichts Besseres zu tun hat, als uns in einen Krieg zu treiben, den wir nicht gewinnen können. So. Wir haben natürlich Spaltung in der Gesellschaft. Man hat versucht, Menschen mit und ohne Impfung aufeinander loszuhetzen. Ich glaube, das funktioniert mittlerweile nicht mehr so ganz gut, weil man mittlerweile deutlich gemacht hat, diese Spritze. Ja, wahrscheinlich wird jetzt demnächst das Video hier wieder gelöscht, wenn ich das hier angegangen habe. Ne? Mein Hildesheimer-Video ist angeblich schon wieder gelöscht worden. Ja, ne? Wichtig ist, dass wir uns untereinander nicht spalten lassen dürfen, sondern dass wir uns immer darauf konzentrieren müssen. Wir haben es mit Regierenden zu tun, die zwar vorgeben, sie wollten mit den ganzen Grundrechtseinschränkungen und tun. Ich kenne keine einzige Corona-Maßnahme, die in eingeführten Fachzeitschriften x-fach belegt. Und das Masken. Was macht man denn mit uns? Was macht man insbesondere mit unseren Kindern an der Schule? Das ist ja Wahnsinn! Ich kann mich erinnern, letztes Frühjahr gab es dann so eine Rundinfo-Mail aus dem Kultusministerium NRW von einem Menschen, der sagt, Natriumazid, ja, ist ja richtig, aber das ist so gering dosiert, dieses Fläschchen könnte man sogar trinken, ja, dann Prost auf Ex. Ja? Natriumazid on the rocks. Ja? Oh. Und deswegen, wir müssen gemeinsam für das Wahre und Schöne ringen. Ja? Ich freue mich, dass in dem Programm, wenn ich richtig sehe, ziemlich bald nach mir Rainer, der hier so da ist, sprechen wird. Er hat es ja auch Zoff gegeben im Corona-Ausschuss. Ich werde mich öffentlich nicht zu dem Streit äußern, das ist nicht mein Streit, aber mir ist eins klar bei der Auswahl der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ich mich auf die Bühne stelle.
Für mich ist es wichtig, Unternehmen, die Menschen, glaubhafte Anstrengungen, um diesen Wahnsinn zu beenden. Bei Rainer ist das definitiv der Fall. Ja? Und das ist für mich entscheidend, egal ob da Fehler gemacht worden sind oder nicht. So, machen wir weiter. So. Mit diesem Corona-Mist soll es natürlich jetzt möglicherweise weitergehen. Ein ermutigendes Signal kam aus dem Kultusministerium NRW. Dort werden Masken und Tests an der Schule nach wie vor nur empfohlen, aber nicht befohlen. Das ist ein Riesenfortschritt, weil die Ministerin an die Eigenverantwortung der Kinder und ihrer Eltern appelliert. Genau das wollen wir. Endlich wieder Eigenverantwortung. Schluss raus aus der Bevormundung. Ich hoffe, Sie bleibt stark, denn das Trommelfeuer der Lehrerlobby lässt überhaupt nicht nach. Die wollen jetzt wieder Masken. Ja, liebe Lehrer, ihr habt doch so eine Angst vor dem Virus. Ihr seid doch bestimmt 5-mal geboostert und könnt vor Kraft kaum laufen. Wofür habt ihr denn noch Angst? Glaubt ihr etwa nicht an euren Impfschutz und warum nicht? Findet ihr den Fehler oder müssen wir euch erklären? Ja, ja, genau. Wobei, auch bei den Lehrern gibt es natürlich Aufgeklärte, die diese Narrative nicht mittragen. Aber die müssen natürlich innerhalb dieses hierarchisch organisierten Schulbetriebs ziemlich unterm Radar fliegen. Das ist halt einer so. Ja. Tja. Wir haben schon gesehen, was immer wir auch tun. Wenn wir auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und wollen, und das tun wir ja, heißt es, alles, was wir machen, muss auf dem Boden der geistigen Auseinandersetzung stattfinden. Ja? Auch wenn es manchmal schwerfällt, weil man das Gefühl hat, diese Drangsalierung und diese Hetze. Es ist wichtig, dass der Frieden nicht bleibt. Ich selber bin auch mehrfach nach rechts geframed worden. Ich ertrage diese Diffamierung deswegen, weil ich weiß, dass ich auf der richtigen Seite der Geschichte stehe, so wie ihr alle hier. Ja. Weil ich weiß, dass diese Ratten, die das in ihre Zeitungen nun reinschmieren, irgendwann teuer dafür bezahlen werden. Und weil ich sogar dankbar dafür, für das offenherzige Eingeständnis der Systemmedien bin, ihr habt keine Argumente, keine Empathie, keine Emotionen, Die Fakten sind auf unserer Seite. Und das wird sich am Ende durchsetzen. Ja? Und deswegen, ich glaube an die Wirkung des friedlichen Protests und appelliere, egal wie eng das jetzt im Herbst wird, unbedingt dabei zu bleiben. Danke, Hannover! Ich bin mit meiner Redezeit durch. Danke, Martin. Also, ganz ehrlich, wenn ich so einen Professor hätte, würde ich vielleicht doch nochmal so ein dröges Zeug wie Jura studieren wollen. Also könnte ich mir vorstellen, aber nur mit dir.